Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zuckerwurkas and Hoey Sources Soviet Republic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Autobahnfabrik wird gleich zu einem Verkehrschaos hier vorne führen, weil die ja dann alle ihre Dinger losschicken. Ziegel wird ein Problem, das weiß ich jetzt schon, weil 267 Tonnen Ziegel haben wir hier nicht. Platten sollte passen. Mechanische Komponenten passt auch. Stahl sollte auch passen. Bretter sollte eigentlich auch passen. Das passt auch. Und die langweilen sich ja eigentlich fast schon dauerhaft. Wir können hier nochmal ganz kurz nach hier oben schauen. Wo hier steht, alles voll. Was elektronische Komponenten, ja. Die haben wir hier auch schon. Elektronik kommt hier auch schon. Warum wird die Elektronik nicht reingegeben? Gut, Fakt ist, wir haben hier oben schon Elektronik. Und ihr seid fertig. Und die Fahrzeuge starten los. Platten, Platten. Da wird auch schon Stahl geholt. Schon Bretter geholt. Ich denke mal, wir sollten vielleicht da mal hochschrauben. Weil Ziegel sind nicht mehr da. Stahl geholt, das heißt das Stahlwerk läuft wieder an. Das heißt, du kannst hier wieder ordentlich Kohle ausladen. Hier oben ist voll. Ach guck mal, hier kommen schon die ersten LKWs. Das heißt, wir werden gleich wieder einen Stau hier vorne erleben. Bringt hier dann auch schon jemand... Achso, nee, warte mal. Es muss hier oben erst von allen etwas da sein. Dass irgendwie auf die Idee kommt, schon mal Turmdrehkräne da hochzubringen. Alter, die ganze Armee kommt hier angefahren. Mega geil. Und da haben wir es auch schon. Stahl fehlt noch. Ja, Platten bringen sie gut hin, ja. Das ist, na gut, für die letzte oder für Innenausstattung brauchen wir noch mal ein bisschen Stahl und ein bisschen mechanische Komponenten. Du bringst
Rohstoffe hoch. Ja, es ist natürlich die Sache. Du kommst zu deinem Ablieferungsort im Moment gerade nicht hin aufgrund von leichten Verkehrsschwierigkeiten hier oben im Norden. Ich denke mal, die Verkehrsmeldungen davon werden mit Sicherheit auch schon voll sein. Ja, und hier ist auch alles im Reinen. Da kommt ein Zug an mit 162 Mitarbeitern. Wir sind hier bei 300. Ein guter Schnitt. Wir müssen hier noch weiter planen. Das machen wir auch gleich. Machen das mal ganz kurz zu. Und gucken mal, was wir für Mods da haben. Zum Beispiel von einem Einkaufszentrum. Das heißt, wir müssen das Einkaufszentrum so drehen. Das heißt, wir bauen die Einkaufszentren. Einmal noch so hin. Das geht nicht. Weiter nach hinten. So, müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt die Fußwege noch vernünftig ranbekommen. Zack, Bums, Banks. Daran arbeiten. Oh, nicht so weit. Wir müssen hier hinten auf die Straße bekommen. Okay, das heißt, die Straße muss verlängert werden. Das muss verlängert werden. Auf dem Weg muss die Straße hin. Da ist anderthalb, da ist anderthalb. Da ist anderthalb. Da ist anderthalb. Dann kommt die Straße damit hin. Zack und ran damit. Diese Straße hier verlängern. Und die Straße verlängern, dann haben unsere Baubüros für unsere Kipper da auch was zu tun. Dann haben wir hier drin jetzt Platz für unsere Baustellen. Dann machen wir aber noch mal den Wireframe an. Ziehen die Straßen da auch schon gleich rein. Dann kommen hier die nächsten Wurmlöcke hin.
dahinter. Das heißt, die müssten eigentlich verkehrt rum hingestellt werden, dass sie mit dem Rücken hier entstehen, dass wir dann dort den nächsten Zughaltestellen planen können. Das heißt, wir haben dann eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, die nächste Straße wäre dann hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, die nächste Straße wäre dann hier. Hätten wir hier eine Straße und da eine Straße. Zack, den Bau geben. Was sagt unsere Fahrzeuglinie? Was? Da fehlt nur noch eine Kiste Stahl und dann war es das, oder was? Boah, wow. Wow. Kiste Stahl schon unterwegs. Nö. Das ist natürlich sehr schlecht. Weil die Kiste Stahl fehlt nämlich jetzt hier noch. Ist das hier? Du stehst hier beim Stau, weil die jetzt hier Kies brauchen, die ganzen Straßen da drüben. Ressource für oben kaufen. Nein, nein. Ihr kauft nichts mehr an hier. So, ist unser Stall 40 schon durch. Weiß keiner. Da ist er. 6,8 Tonnen Stahl. Tonnen, 3000, 4000, 5000, 6000. Da und da, das heißt ja 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 6000, haben wir da auch die gleiche Menge nochmal. Nummer 6 und da kommt Nummer 6. Haben wir für 12.000 Leute Platz. Es würde gerade so reichen. Wir warten noch. Ach, die
ist eh schon geteilt. Kann man den Fußweg da im Endeffekt auch anmachen. Der Stahl ist da, der Stahl ist da. Bams. So. Die nächsten fahren los. Auf einen Schlag. Achso, ich wollte gerade sagen, die fahren schon Autos, aber es ist ein Rettungsregen. Wie viele Sachen passen da rein? Essen, Kleidung, Elektronik. Essen, Kleidung, Elektronik. Strom müssen wir noch reinziehen. Das heißt, wir brauchen eine Straßenladungsstation. Müssen da auch noch ran. Hoi, 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 hoi. Hier zwischen. Wieder das. Wie sieht das jetzt hier oben aus? Eisenerz. Die haben noch keinen Bock hier umzubauen, ne? Ist denen wohl zu weit weg? Da war Konstruktionsbüros dran, ne? Eins. Da müssen fünf ran. Oder vier. Arbeit auch. Okay, dann ist das in Ordnung. Okay. Hier oben sind die Kräne und die Turmkräne. Heißt, mach dann, ne? Ja.
Der Bauabschnitt hier, der wird noch uns eine ganze Weile beschäftigen wohl. Ihr seid fertig. Aber wir können auch keine Autos bauen. Ach so. Wir müssen jetzt hier einen Bauplan kaufen. Sagen, pass auf, das wollen wir bauen. Das heißt, wir können im Endeffekt unsere Busse und sowas selber bauen. Das ist jetzt natürlich interessant. Wir nehmen natürlich den 170. Wir bauen die. Okay, das heißt, wir brauchen hier oben ein Warenhaus. Lager. Rotländer Lager für Fahrzeuge groß. Lager für Fahrzeuge und ein Warenhaus hätte ich ganz gerne hier noch. So eins.
Straße hätte ich ganz gerne auch noch hier oben. So. Und so. Perfekt. Stoff, Stahl. Gut, dazu müssten wir jetzt erstmal das Lager fertig bekommen. Das gleiche Spiel. Okay, nee, ihr geht da raus. Perfekt. Aber unsere Baubüros sind gerade chronologisch oder eigentlich grundsätzlich völlig überlastet gerade. Haben wir für hier oben noch Mitarbeiter frei? Überlastet gerade. Wie sieht es mit den Ausgaben aus? Elektronik, Essen, Fleisch, Kleidung, Pflanzen, Treibstoff eigentlich relativ wenig. Kein wird noch ziemlich viel zugekauft. Stahl. Wer hat Stahl gekauft? Hier müssen wir hin. Die sind voll. Die sind voll. Okay, Elektronik wird doch hier rüber gelagert. Und wir haben einen geilen Weg, ne? Von da. Ach, Moment. Wir brauchen hier noch Straßenladungsstationen. So.
Ach, guck mal, die ersten werden hier oben doch schon angeliefert. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und tschüss.